Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 22. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD, frühkindliche Bildung stärken, Kommunen und freie Träger nachhaltig entlasten, Investitionslücke von knapp 1 Milliarde € schließen. Die Drucksachennummer 20/2361. Frau Kollegin Gnadl ist die erste Rednerin für die Fraktion der SPD. Vereinbart sind 10 Minuten Redezeit. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Flächendeckend eine bedarfsgerechte und qualitativ gute Kinderbetreuung sicherzustellen, ist aus unserer Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es ist eine Aufgabe, von der auch die gesamte Gesellschaft profitiert, etwa aufgrund von frühkindlicher Bildung und damit einhergehend auch der Chancengleichheit von Kindern oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit eben auch einer höheren Erwerbstätigkeit, insbesondere von Frauen. Und dieses Verständnis einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe scheint der Hessischen Landesregierung völlig zu fehlen. Erbracht wird diese Aufgabe aber letzten Endes vor Ort, in unseren Städten und Gemeinden. Und wenn man sich das Antragsverfahren für die Investitionen im Kita-Bereich ansieht, dann muss man ein weiteres Mal feststellen, das Land Hessen ist unter Schwarz-Grün ein schlechter Partner für die hessischen Kommunen. Uns erreichen Briefe, E-Mails, Anrufe von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern jeglicher Couleur, die Hilferufen gleichen, die entrüstet sind, wie das Land Hessen mit ihnen umgeht. Die Kommunen stemmen mit dem auf allen politischen Ebenen gewollten Ausbau der Kinderbetreuung eine Herkulesaufgabe und fühlen sich dabei vom Land nicht ausreichend unterstützt. Und dieser Eindruck ist vollkommen richtig. Und dabei ist die Kita-Investitionsförderung nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Bund hat in der Vergangenheit, Herr Frömmrich, folgen Sie doch meinen Ausführungen, hat in der Vergangenheit Verantwortung im Bereich der Kinderbetreuung übernommen, indem er erhebliche Summen bereitgestellt hat, wie z.B. jetzt auch mit dem Gute-Kita-Gesetz, über das wir heute noch reden werden. Und deswegen will ich mich jetzt auch auf den Bereich der Bundesinvestitionsprogramme konzentrieren. Und auf Englisch würde man sagen, you only had one job. Sie hatten nur eine Aufgabe, das Geld des Bundes zu nehmen und an die Kommunen weiterzureichen. Aber schon dieser Aufgabe, sind Sie nur mangelhaft gerecht geworden. Und das, was sich gerade im vergangenen Jahr abgespielt hat, zeigt eine völlige Unprofessionalität dieser Landesregierung. Die Kommunen haben auch einen Anspruch auf eine Planungssicherheit. Und diesen Anspruch haben Sie ihnen nicht erfüllt. Und stattdessen stehen jetzt viele Städte und Gemeinden hier in Hessen vor dem Problem, die Scherben aufkehren zu müssen. Kommunen wurden irregeleitet, wenn es darum ging, wie viele Investitionsmittel noch zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite wurde ihnen teilweise am Telefon geschildert, dass noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen würden. Dann haben sie Anträge gestellt, und parallel dazu wurde ihnen vermittelt, der Topf ist bereits erschöpft, sie brauchen gar keine Anträge mehr zu stellen. Dann haben Kommunen teilweise aufgrund von mündlichen Zusagen auch entsprechende Aufstellungen in ihren Haushaltsplänen vorgenommen und vertrauten eben auf diese Zusagen seitens des Landes und stellten entsprechend diese Fördermittel in ihren Haushaltsposten ein. Ich will das einmal beispielhaft an einer E-Mail illustrieren,
in der uns ein Bürgermeister schreibt, den Förderantrag aus dem laufenden, ich zitiere, den Förderantrag aus dem laufenden Finanzinvestitionsprogramm 2018 bis 2022. Für diesen Neubau haben wir gestellt, darauf vertrauend, dass wir die Fördermittel auch bekommen. Immerhin ist hier die Rede von einer Förderung in Höhe von rund 1,16 Millionen €. Und nun zeichnet sich ab, dass wir, wenn überhaupt, nur einen geringen Bruchteil der beantragten und fest eingeplanten Fördermittel bekommen sollen. Der Kindergartenneubau ist fast fertig. In wenigen Wochen erfolgt der Umzug und die Einweihung. Für unsere Gemeinde, es wäre gut, wenn Sie zumindest hier bei diesem Zitat eines Bürgermeisters zuhören würden, wenn Sie das schon nicht vor Ort tun. Für unsere Gemeinde wäre es eine Katastrophe, wenn die beantragte Fördersumme nicht fließen würde. Wir haben auf Bund und Land vertraut, einen Kindergarten errichtet, um damit die gesetzlichen Forderungen nach Rechtsanspruch und Betreuungsplatz erfüllt. Und nun sieht es so aus, dass wir im Regen stehen werden. Allein in Waldeck-Frankenberg wurden von 28 eingereichten Anträgen 13 nicht bewilligt. Im Landkreis Kassel hängen 42 Anträge über 14,7 Millionen € in der Warteschleife. Und im Schwalm-Eder-Kreis waren es über 10 Millionen € an bereits beantragten Mitteln, die jetzt nicht gefördert werden. Und so sieht die Realität in Hessen aus. Man darf sich schon fragen, wie viel muss bei der Kommunikation des Landes mit seinen Kommunen schieflaufen? Wie schlecht sind Sie organisiert, was die Bearbeitung auch der Förderanträge angeht? Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abg. Wagner? In meiner Rede fortfahren. Wir haben ja noch ausreichend heute Vormittag Zeit auch für entsprechende Diskussionen. Wie viel ist in der Bearbeitung der Förderanträge schiefgelaufen, wenn die Städte und Gemeinden jetzt solche Hilferufe an uns absetzen? Ist das etwa die schwarz-grüne Vorstellung von einem transparenten und vertrauensvollen und verlässlichen Umgang in der Zusammenarbeit mit den hessischen Städten und Gemeinden? Und die Forderungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sind doch klar, die Sie formulieren. Alle, die die Bundesmittel auch rechtzeitig beantragt haben, die dürfen jetzt nicht alleine gelassen werden. Sie haben jetzt in Ihrem Landeshaushalt für 2020, den Sie heute noch beschließen wollen, eine Verpflichtungsermächtigung für Kita-Investitionen für die Jahre 2021 bis 2024 von insgesamt 92 Millionen € entsprechend vorgesehen. Das ist auch grundsätzlich zu begrüßen, weil damit Sie auch tatsächlich eigenes Landesgeld hier in diesem Bereich investieren und sich eben nicht nur so wie in den vergangenen Jahren alleine auf die Bundesinvestitionsprogramme ausgeruht haben. Aber auch das, was Sie jetzt in diesen Haushalt einstellen für die Jahre 2021 bis 2024, das löst aber noch lange nicht das Problem der Kommunen in diesem Jahr, im Jahre 2020, die im letzten Jahr darauf vertraut haben, dass sie Gelder bekommen, die sie aber nicht mehr bekommen über das Bundesinvestitionsprogramm. Und denen helfen Sie eben nicht in diesem Jahr, sondern die müssen jetzt noch weiter warten, ob sie eine Förderung erhalten oder nicht. Und zweitens ist doch die Frage, ob die Mittel, die Sie jetzt in den Landeshaushalt einstellen, ob die überhaupt reichen. Und ich kann angesichts der Zahlen, die uns vorliegen, nur sagen, die Mittel werden nicht ausreichen, um den Bedarf, den es vor Ort in den Städten und Gemeinden gibt, auch zu decken. Die jüngsten Erhebungen des Hessischen Landkreistages, die im Sozialausschuss auch des Landkreistages besprochen wurden, gehen hessenweit von einem Investitionsbedarf von rund 1 Milliarde € aus. Und das macht deutlich,
Es braucht doch einen verlässlichen und vor allen Dingen einen verstetigten Förderansatz, mit dem die Kommunen auch dauerhaft rechnen können. Und daran fehlt es, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Hessen angesichts dessen, was Schwarz-Grün hier in Hessen macht. Und nicht nur das, wir von der SPD-Fraktion, wir sind der Auffassung, dass wir auch grundsätzlich, nicht nur was den Bereich der Investitionen angeht, sondern dass wir grundsätzlich eine nachhaltige Finanzierung der Kinderbetreuung in Hessen endlich brauchen. Es bedarf verlässlicher Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung, insbesondere im Bereich der Betriebskosten. Wir haben als SPD-Fraktion dazu auch einen entsprechenden Haushaltsantrag gestellt, weil wir das wirklich für notwendig erachten, dass wir endlich eine Betriebskostenfinanzierung in Höhe von 2/3 der Betriebskosten von Seiten des Landes Hessen brauchen. Und jetzt werden Sie sagen, wir erhöhen doch jetzt die Zuschusspauschalen mit unserem Gesetz, das wir heute noch debattieren werden. Aber da verschweigen Sie auch, dass Sie über die Heimatumlage letzten Endes das, was Sie da an höheren Zuschusspauschalen den Kommunen gewähren, am Ende von Ihnen erst einmal vorher genommen haben. Sie haben erst einmal das kommunale Geld genommen, um es jetzt freudig wieder den Kommunen zu verteilen. Frau Kollegin, es ist sehr bedauerlich, aber Ihre Redezeit ist um. Ich bedauere das auch sehr, aber wir haben ja heute noch weiterhin Gelegenheit, auch zu reden. Deswegen will ich an der Stelle zum Schluss meiner Rede kommen. Nehmen Sie die Kommunen, die Städte und Gemeinden in Hessen mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten ernst. Schaffen Sie eine nachhaltige Finanzierung und unterstützen Sie die Kommunen bei den Betriebskosten. Schließen Sie die klaffende Investitionslücke von 1 Milliarde €. Und werden Sie endlich wieder ein verlässlicher Partner unserer hessischen Städte und Gemeinden. Das wäre zum Wohl der gesamten Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Wir müssen schauen, wo wir das wieder einsparen bei der SPD-Fraktion im Laufe des Tages. Aber wir sind ja sehr großzügig hier, insbesondere die beiden Damen neben mir. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist deren Fraktionsvorsitzender Matthias Wagner. Bitte schön, Herr Kollege Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen der SPD dafür, dass Ihre Fraktion zu Beginn der Debatte nur zur Hälfte anwesend ist. Haben Sie tapfer wie 29 geklatscht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war ja, glaube ich, Ihr Setzpunkt, also Ihr angeblich wichtigstes Thema in dieser Woche der Plenarberatung des Hessischen Landtages. Aber über eines konnten Sie natürlich nicht hinwegtäuschen. Verstehe einer die Sozialdemokratie beim Thema Kinderbetreuung? Wenn Ihre Bundesministerin, Bundesfamilienministerin Frau Giffey gemeinsam mit der Koalition im Bund das gute Kita-Gesetz auf den Weg bringt, dann kennt der Jubel der Sozialdemokratie keine Grenzen. Wenn wir hier in Hessen das gute Kita-Gesetz umsetzen und die Mittel des Bundes mehr als verdoppeln, dann ist das auf einmal alles falsch und alles unzureichend. Verstehe einer die Sozialdemokratie beim Thema Kinderbetreuung. Wir setzen nicht nur einfach das gute Kita-Gesetz des Bundes um, sondern wir haben hier in Hessen ein ganzes Gute-Kita-Paket geschnürt. Und dieses Gute-Kita-Paket ist in jedem Punkt, ich wiederhole, in jedem Punkt weitreichender und besser als das Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Und ich will Ihnen das in jedem einzelnen Punkt ausführen. In jedem einzelnen Punkt.
Wir verdoppeln die Mittel des Bundes, die wir für Kitas ausgeben, hier in Hessen. Warum ist das gute Kita-Gesetz im Bund gut? Wenn wir verdoppeln, ist es dann aber auf einmal nicht mehr gut. Wir investieren in Hessen nicht wie der Bund einmalig in die Kinderbetreuung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie, sondern wir verbessern hier in Hessen die Qualität dauerhaft. Warum sind einmalige Zahlungen gut und die dauerhafte Verbesserung der Qualität schlecht? Das müssen Sie doch einfach einmal erklären. Und dann kommt ja der Oberhammer. Die Bundesfamilienministerin der SPD, Frau Giffey, lässt sich dafür feiern, dass sie eine Fachkräfteoffensive auf den Weg bringt. Und dann schauen wir uns das hier in Hessen an. Was bedeutet das? Und dann sagt Frau Giffey, ja, so war es nicht gemeint. Ich stelle die Mittel jetzt wieder ein und ich kürze diese Mittel. So kann man Kinderbetreuung nicht machen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie. Und Frau Gnadl, beim Thema Investitionsförderung für die Kitas, also da war Ihre Rede jetzt wirklich dreist. Da war Ihre Rede jetzt wirklich dreist. Ja, die Kommunen haben Anträge gestellt auf das Bundesinvestitionsförderungsprogramm. Ja, auf das Bundesprogramm wurden Anträge gestellt. Und warum konnten diese Anträge nicht alle bewilligt werden? Weil das Bundesprogramm ersatzlos ausgelaufen ist. Ersatzlos ausgelaufen ist. Einfach ersatzlos weg, das Bundesprogramm. Ersatzlos weg. Und dann kritisieren Sie diese Landesregierung dafür, dass ein Bundesprogramm, für das Sie mitverantwortlich sind in der Großen Koalition, ersatzlos gestrichen wurde. Dreister, dreister geht es nun wirklich nicht, meine Damen und Herren. Aber wir belassen es ja nicht beim Beklagen darüber, dass die Bundesregierung und die Bundesfamilienministerin der SPD zwar viel erklärt beim Kinderbetreuung, aber dann immer nur einmalige Maßnahmen macht, sondern wir helfen den hessischen Kommunen, weil wir ein Anschlussprogramm aufgelegt haben zur Investitionskostenförderung in eigener Verantwortung, mit eigenen Landesmitteln, in gleicher Höhe wie das Bundesprogramm. Zeigen Sie mir irgendein anderes Bundesland, was das gemacht hat, hier in die Bresche einzuspringen, in die Lücke einzuspringen, die der Bund bei der Investitionskostenförderung gelassen hat. Verstehe einer die Sozialdemokratie beim Thema Kinderbetreuung? Sie halten hier große Reden, was erforderlich ist, was man machen müsste. Und auf Bundesebene handeln Sie eben nicht, sondern Sie machen einmalige Maßnahmen auf Bundesebene. Und wenn wir in Hessen diese dauerhaft finanzieren, noch zusätzliches Geld drauflegen, auslaufende Bundesprogramme fortsetzen, dann wollen Sie der geneigten Öffentlichkeit erklären, das sei unzureichend. Verstehe einer die Sozialdemokratie. Für diese Koalition gilt bei der Kinderbetreuung der Dreiklang von mehr Plätze, bessere Qualität und keine Gebühren. Und um diesen Dreiklang zu verwirklichen, arbeiten wir hart und setzen diesen Dreiklang mit großen Schritten um. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode die weitgehende Beitragsfreiheit für alle drei Kindergartenjahre auf den Weg gebracht. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode 50 Millionen € jährlich in die Qualitätspauschalen der Kitas investiert. Und wir setzen diesen Weg in dieser Wahlperiode konsequent fort mit dreistelligen Millionenbeträgen zusätzlich für die Kinderbetreuung in Hessen. Und dieses Geld ist gut investiert, meine Damen und Herren.
Wir verbessern die Personalstandards an den Kitas, weil wir wissen, dass wir genügend Erzieherinnen und Erzieher brauchen, um tatsächlich jedes Kind individuell fördern zu können. Wir fördern erstmals lange Betreuungszeiten über 45 Stunden die Woche hinaus in den Kitas, weil wir wissen, dass sich die Betreuungserfordernisse der Eltern geändert haben. Wir erhöhen die Pauschalen für Kitas, die besonders viele benachteiligte Kinder unterstützen. Wir machen eine Fachkräfteoffensive und streichen nicht wie die Bundesfamilienministerin das Geld dafür. Wir machen ein eigenes Investitionsprogramm und streichen nicht die Gelder wie die Bundesfamilienministerin der SPD. Wir erhöhen die Pauschalen für die Kommunen und für die freien Träger und entlasten sie damit von den finanziellen Aufgaben, die in diesem Bereich bestehen. Und weil es der Kollege Weiß und andere dazwischengerufen haben, ja, dann schauen wir uns doch mal an, wo das Geld herkommt. Darüber reden wir sehr gerne. Wie gesagt, vom Bund kommt einmalig Geld, danach werden die Länder wieder allein gelassen. Und wir investieren Landesgeld und haben mit dem Städtetag eine Vereinbarung getroffen, wie wir eben nicht ein einmaliges bundespolitisches Strohfeuer machen, sondern wie wir die Qualität der Kitas mit Landesmitteln dauerhaft in Hessen verbessern. Das ist der Unterschied zwischen Ihren Reden, Ihrem Handeln und der Arbeit dieser Landesregierung. Es stecken Landesmittel in diesem Bereich. Und dann, weil der Kollege Weiß dazwischenruft, ja, die starke Heimat. Ja, über die starke Heimat, Herr Kollege Weiß, gehen 120 Millionen € jährlich zusätzlich in die Kinderbetreuung. Und wenn Sie das jetzt so falsch finden, darüber kann man ja reden, aber wenn die Sozialdemokratie es falsch findet, dann hätten Sie ja einmal einen Änderungsantrag in den Haushaltsberatungen stellen müssen. Das haben Sie nicht getan. Und das kann ja nur, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das kann ja nur zweierlei bedeuten. Beruhigen Sie sich doch mal wieder. Ich weiß, ich habe Sie getroffen. Ich weiß, beruhigen Sie sich mal wieder. Es kann doch nur zweierlei bedeuten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Entweder die Sozialdemokratie hat ihren Frieden mit der starken Heimat gemacht. Dann sagen wir, herzlich willkommen. Im Himmelreich ist ein Sünder immer willkommener als 99 Gerechte. Herzlich willkommen bei der starken Heimat. Oder die Sozialdemokratie will diese 120 Millionen €, die die Kommunen für die Kinderbetreuung haben, ersatzlos streichen. Dann erklären Sie das aber einmal. Dann stünden Sie wieder in bester Tradition in Ihrer Bundesfamilienministerin, große Sachen ankündigen, aber kein dauerhaftes Geld liefern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Rudolph, Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war ignorant und arrogant. Das ist der Stil der GRÜNEN.
Sie nehmen das Geld der kommunalen Ebene, geben einen Teil davon zurück und feiern sich. Was ist das für eine erbärmliche Heuchelei, die Sie hier an den Tag legen? Was ist das für eine erbärmliche Heuchelei? Und Herr Wagner, Ihnen empfehle ich mal, gehen Sie doch mal in ein Kommunalparlament. Nur damit Sie mal ein bisschen kommunalpolitische Praxis erfahren. Sie haben null Ahnung davon, in den Kommunen brennt der Kittel, weil die Kosten bei der Kinderbetreuung explodieren. Nicht nur die Investitionskosten reichen nicht aus, Anträge aus den Kommunen reihenweise im letzten Jahr gestellt, die vertrauen auf eine Landesförderung. Dann gibt es auch eine andere Möglichkeit. Dann helfe ich den Kommunen als Land, wozu nach sie der Verfassung verpflichtet sind, und lasse sie nicht im Regen stehen. Das wäre auch eine Alternative. Die Betriebskosten explodieren, und Sie machen nichts. Die Erzieherinnenausbildung, dass dies weitergeht, auch vom Bund gefördert, ist an der Behinderung durch das Bundeskanzleramt, in Klammern CDU geführt, gescheitert. Das sollten Sie mal intellektuell zur Kenntnis nehmen und nicht hier solchen Unsinn behaupten. Abteilung CDU. Das Gute-Kita-Gesetz. Pressemitteilung vom 11.07. wird über das Jahr 2022 weitergeführt, weil da in Qualität investiert werden soll. Aber für die Finanzverfassung, für die Finanzverhältnisse der Städte und Gemeinden ist in erster Linie das Land Hessen verantwortlich. Schauen Sie auch einmal in die hessische Verfassung. Nein, Sie lassen die Kommunen im Regen stehen. Schwarz-Grün interessiert nicht, was bei der Kinderbetreuung im Lande Hessen passiert. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Wir werden sie transportieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rudolph. Kollege Wagner hat die Möglichkeit zu erwidern. Bitte schön. Herr Präsident, lieber Kollege Rudolph, die Entgegnung mache ich natürlich sehr gerne. Immer wenn Sie ans Redepult gehen und beginnen Ihre Redebeiträge mit Begriffen wie Heuchelei, ignorant oder arrogant, dann wissen wir, Sie haben in der Sache aber auch gar nichts beizutragen. Aber auch gar nichts beizutragen. Aber Sie geben mir dadurch Gelegenheit, noch einmal die Zahlen klarzustellen. Wir investieren in Hessen zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes bis 2025 136 Millionen Euro originäre Landesmittel. Wir investieren hier in Hessen zur Fortsetzung des ausgelaufenen Bundesprogramms der Bundesministerin Giffey, SPD, 92 Millionen Euro bis 2024. Wir investieren jährlich über die starke Heimat 120 Millionen Euro zusätzlich in die Kinderbetreuung. Und dieser Ansatz wird von der SPD zwar kritisiert, aber Sie haben keinen Änderungsantrag dazu gestellt. Das halten wir bitte noch einmal fest. Das sind die Fakten. Frau Faeser, Sie reden über Ihren Haushaltsantrag in der Kinderbetreuung. Ja, sehr gerne. Die SPD hat für die Kinderbetreuung beantragt, damit es alle einmal wissen, 196 Millionen Euro zusätzlich. Dann liest man in der Begründung für vier Monate. Für vier Monate. Also das, was Sie beantragt haben, würde in der vollen Jahreswirkung über 600 Millionen Euro kosten. Wie Sie das finanzieren wollen, dazu findet sich natürlich wieder kein Wort. Und deshalb bleibt es dabei. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, wir geben das Geld erst aus, wenn wir es haben und wenn wir es verlässlich garantieren. Und Sie machen auf Bundesebene und hier im Land nur leere Versprechungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wagner. Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU ist die Abg. Claudia Ravensburg.
geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein wichtiger Tag für die Kinderbetreuung in Hessen, denn wir bringen noch heute Morgen unseren Gesetzentwurf für mehr Qualität in den Kindertagesstätten ein. Dass der SPD das nicht gefällt, sieht man daran, dass sie unbedingt ihren Setzpunkt heute Morgen noch diesem Thema widmen wollte. Wir betonen die Bedeutung guter Bildungs- und Betreuungsqualität. Und das ist auch eine gute Sache, dass wir das heute zweimal tun können. Nicht zustimmen können wir aber dem Inhalt Ihres Antrages. Herr Wagner hat das eben schon eindeutig und sehr verdeutlicht gemacht, aber ich will das auch noch einmal erläutern. Die Kinderbetreuung ist kommunale Aufgabe, und wir als Land unterstützen die Kommunen bei ihrer Aufgabenerfüllung mit 1 Milliarde €, so viel, wie wir noch nie investiert haben, und zwar umfassend. Und da fange auch ich bei der Investitionsförderung an. Im Bund wurde der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und später auch für den Kippenplatz für die Kinder ab 1 Jahr eingeführt. Das war eine richtige und eine gute Entscheidung. Folgerichtig hat der Bund auch den Ausbau der Plätze durch Investitionsprogramme finanziert. Das letzte Investitionsprogramm, wir haben es gerade gehört, ist ausgelaufen. Leider, sage ich, denn die Berechnungen hinsichtlich des Betreuungsbedarfs bei der Auflegung des Programms vor 4,5 Jahren sind längst überholt und von der Realität eingeholt worden. Erfreulicherweise haben wir nämlich in Deutschland wieder mehr Geburten. Die Betreuungsquoten der U3-Kinder steigen weiter, und auch die Betreuungszeiten pro Kind in der Woche steigen ebenso. Daher ist gerade in den westlichen Bundesländern, wir hatten ja Nachholbedarf, der Bedarf an weiteren Kita-Plätzen ungebrochen. Richtig wäre es deshalb gewesen, dass der Bund sein Investitionsprogramm um weitere 5 Jahre verlängert hätte. Frau Gnadl, das Geld des Bundes ist aufgebraucht und reicht nicht, aber die Bundesfamilienministerin Giffey sagt Adieu. Und das ist nicht mehr meine Aufgabe, das hat sie gesagt. Wir aber lassen, Frau Faeser, die Kommunen nicht im Stich, sondern wir stellen 92 Millionen € aus unserem Landeshaushalt an Investitionsmitteln bereit. Herr Wagner hat das ausführlich erläutert. Und wir lassen die Kommunen nicht im Stich, auch bei der Verbesserung der Qualität. Wieder hat der Bund angestoßen, will die Qualität in den Kitas steigern. Die Bundesfamilienministerin Giffey feiert sich für das gute Kita-Gesetz, das dieses Mehr an Qualität in den Kindertagesstätten bringen will. Gut, 412 Millionen € für 3 Jahre sind nach Hessen oder fließen nach Hessen. Zum Vergleich, wir investieren 1 Milliarde €. Es war aber Geld. Ja, aber es war Geld, das wir natürlich nicht ablehnen konnten, obwohl es bis 2022 befristet ist. Und wir sind auch solidarisch zur Bundesregierung, zur rot-schwarzen Bundesregierung. Aber der Auftritt der Bundesfamilienministerin bei der Unterzeichnung des Gute-Kitas-Gesetzes hier in der Hessischen Staatskanzlei, der war einer Ministerin ganz und gar nicht gewürdigt, als die Presse sie nämlich gefragt hat, was ist denn nach 2022? Da hat sie zur Presse gesagt, wenn Sie eine Verlängerung wollen, dann müssen Sie SPD wählen. Und das in Ihrer Funktion als Bundesministerin im Staatsakt. Das hat mit Solidarität nichts mehr zu tun. Nun, es läuft aus. Wer erklärt den Kommunen, Herr Eckert, dass die erreichte Qualitätssteigerung nicht mehr finanziert wird? Wer erklärt den Erziehern, dass die Personalverbesserungen wieder zurückgedreht werden?
Und wer erklärt den Eltern, dass die einmal erreichte Kita-Qualität wieder rückgängig gemacht wird? Das wird niemand und erst recht die Eltern und die Erzieher verstehen. Und deshalb werden wir in Hessen notfalls auch hier einspringen. Wir lassen die Kommunen nicht im Stich. Wir werden die ausfallenden Bundesmittel mit originären Haushaltsmitteln ersetzen, wenn der Bund sich nicht doch noch überlegt, was sehr sinnvoll wäre. Denn wir lassen den Bund nicht aus seiner Verantwortung. Wir erwarten, dass er dauerhaft in die Finanzierung der Kitas einsteigt, wenn er das auch so ankündigt. Und drittens, wir lassen die Kommunen nicht im Stich bei der Fachkräftesicherung. Wir unternehmen in Hessen bereits große Anstrengungen, um den zusätzlichen Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern zu decken. Dies haben wir auch bereits seit 2010 mit einer Kampagne für den Erzieherberuf unterstützt. Und so hat sich mittlerweile die Zahl der Fachschulplätze in den letzten 10 Jahren auf über 8.500 Plätze fast verdoppelt. Hinzu kommen die Studienplätze in Hessen in den anerkannten Studiengängen. Deutlich attraktiver ist die schulische Ausbildung übrigens auch dadurch geworden, dass die Erzieherausbildung im Meister BAföG mit berücksichtigt ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Und die Erzieherschulen, mit denen ich jüngst gesprochen habe, bestätigen, dass dies sehr gut ankomme. Doch wir wollen auch noch zusätzliche Gruppen für den Erzieherberuf begeistern. Und deshalb werden wir die dualisierte, praxisintegrierte und vergütete Erzieherausbildung ab Sommer mit 200 Plätzen fördern. Denn PIA kommt gut an in Hessen. Doch, meine Damen und Herren, was macht der Bund? Herr Wagner hat schon gesagt, in einer Pressekampagne hatte in 2018 die Ministerin Dr. Franziska Giffey die Fachkräfteoffensive für die Jahre 2018 bis 2022 angekündigt. So fördert der Bund in Hessen 200 Plätze für die PIA-vergütete Ausbildung, und weitere Plätze sollten hinzukommen. Und das vertrat sie auch noch bei der Gute-Kita-Unterzeichnung. Aber was ist dann zum Jahresende passiert? Sie hat erklärt, dass das Programm nicht weitergeführt wird. Und Bundesminister Scholz hat ihr das Geld nämlich nicht gegeben. Und daran liegt es, denn sie konnte sich offenbar nicht durchsetzen. Das ist nämlich die Aufgabe einer Bundesfamilienministerin. Es ist aus mit der Finanzierung der Schulen und Träger mit zusätzlichen vergüteten Plätzen vom Bund. Frau Kollegin Ravensburg, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Strube? Nein. Reicht mir die Zeit nicht. Ich sehe das so, Verlässlichkeit sieht anders aus. Und deshalb halte ich jetzt abschließend fest, wir brauchen den SPD-Antrag von heute nicht, sondern wir handeln bereits. Dafür haben wir ein umfangreiches Kita-Stärkungspaket geschnürt. Wir fördern den Ausbau der Betreuungskapazitäten, die Sanierung, Neubau von Kitas und Tagespflege mit 92 Millionen €. Wir fördern die Qualitätsverbesserung für unsere Kitas und unterstützen die Kommunen. Wir setzen den Ausbau von PIA mit neuen Ausbildungsstellen in der dualisierten vergüteten Ausbildung aus eigenen Mitteln fort. Und wir fördern Anleitungsstunden, damit die Auszubildenden auch gut in den Kitas begleitet werden. Wir werden eine Imagekampagne für den Fachkräftenachwuchs machen, und wir stehen als Partner der Kommunen bereit, in die Finanzierung des Gute-Kita-Gesetzes des Bundes einzusteigen, wenn sich der Bund herauszieht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Kollegin Gnadl für die Fraktion der SPD. Ja,
der Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann man einfach so nicht stehen lassen, was jetzt die Kollegin Ravensburg hier geäußert hat. Denn wenn wir uns die verschiedenen Programme des Bundes anschauen, dann wird doch deutlich. Erstens. Das Bundesinvestitionsprogramm ist über viele Jahre hinweg seitens des Bundes gestemmt worden und hat viel hier vor Ort in die Kitas investiert. Und das Land hat sich darauf ausgeruht, dass es über Jahre hinweg ein Bundesinvestitionsprogramm gab. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die praxisintegrierte Ausbildung. Ich bin froh, dass das Bundesfamilienministerium die praxisintegrierte Ausbildung mit einer entsprechenden Finanzierung angestoßen hat. Und die Bundesfamilienministerin wollte dieses Programm auch weiter fortführen und hat das auch entsprechend mit dem Bundesfinanzminister durchverhandelt hat. Aber gescheitert ist es am Ende an dem CDU-geführten Bundeskanzleramt, dass das nicht wollte. Jetzt stellt sich Frau Ravensburg hier hin und kritisiert die SPD-Ministerin dafür. Einen kleinen Moment, Frau Kollegin Gnadl. Es ist zu laut, und ich bitte, die volle Aufmerksamkeit der Rednerin zu schenken. Auch Sie bitte, Herr Bellino. Danke schön. Und jetzt stellt Frau Ravensburg sich hin und kritisiert etwas, was sowohl Bundesfinanzministerium als auch Bundesfamilienministerium entsprechend auf den Weg bringen wollten, was aber von der CDU im Bund blockiert wurde. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das Gute-Kita-Gesetz. Sie hören ja gar nicht zu. Dritter Punkt, das Gute-Kita-Gesetz. 412 Millionen €, die der Bund hier in Hessen investiert in die Qualität der Kinderbetreuung. Eigentlich keine Aufgabe des Bundes, sondern Aufgabe des Landes, hier etwas zu tun im Bereich der Qualität. Haben Sie aber jahrelang nicht gemacht. In der letzten Legislaturperiode unseren Gesetzentwurf noch abgelehnt. Frau Kollegin Gnadl, so langsam läuft die Redezeit ab. Und die Bundesfamilienministerin hat deutlich gemacht, dass wir eine langfristige Finanzierung des Gute-Kita-Gesetzes anstreben in Berlin. Und was dafür notwendig ist, das wissen Sie ja selbst. Vielen Dank, Frau Gnadl. Frau Kollegin Ravensburg, wenn Sie möchten, haben Sie Gelegenheit zur Erwiderung. Sehr geehrte Frau Gnadl, ja, der Bund hat Investitionsprogramme aufgesetzt und hat gefördert. Das ist richtig und gut so, war auch notwendig. Wenn ich einen Rechtsanspruch mache, muss ich auch dafür sorgen, dass er umgesetzt wird. Aber das Programm läuft aus, obwohl auch der Bund ganz genau weiß, dass in den westlichen Bundesländern ein ganz erheblicher Nachholbedarf an Investitionen ist, dass die Länder gar nicht alleine schultern müssen. Und das wissen Sie, und Sie steigen trotzdem aus. Pia, es ist die Aufgabe der Bundesfamilienministerin, sich hier durchzusetzen und für Fachkräfte zu sorgen. Ja? Und wenn sie das nicht getan hat, dann ist sie vielleicht die falsche Besetzung an diesem Platz. Vielleicht sollte sie nach Berlin schneller gehen als gedacht und jemand anderes ihren Job übernehmen. Wir können ja sehen, ob sie auch aus diesem Programm, ob sie das Programm vielleicht im nächsten Haushalt wieder einbringt. Das würden wir uns sehr freuen, denn wir brauchen jede neue Ausbildungskapazität. Wir werden in dieser Imagekampagne für diesen Beruf werben,
denn es ist wichtig, dass sich junge Menschen für diesen Beruf entscheiden. Mit Kindern zu arbeiten ist das Schönste, was man machen kann. Und wir werden in Hessen dafür sorgen, dass wir für viele Gruppen, für Teilzeitkräfte, genauso für alleinerziehende Mütter und auch Berufsrückkehrerinnen und Studienabbrecher hiermit einen wirklich interessanten Berufsweg und eine Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, die vergütet ist und die Praxis mit Theorie verbindet. Und das ist der Weg, den wir hier in Hessen gehen werden, mit oder ohne den Bund. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es war richtig und gut, dass die SPD diesen Setzpunkt heute gesetzt hat. Ihr habt sehr deutlich gemacht, dass es hier wirklich eine ganz, ganz kritische Diskussion gibt. Und ihr habt sehr deutlich gemacht, dass es vier wichtige hessische Konflikte in der Kinderbetreuung gibt. Das erste ist die finanzielle Belastung der Kommunen durch die frühkindliche Bildung. Es gibt kaum einen, außer vielleicht die Rechtsaußen, die behaupten, dass der Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder wie für Eltern nicht wichtig sei. Aber die Kommunen sind dermaßen belastet. Und gucken Sie sich das wirklich einmal an, wie die in ihren Haushaltsberatungen kämpfen darum, einen Haushalt zustande bekommen und eine gute und verlässliche Kinderbetreuung tatsächlich auf den Weg zu bringen. Der zweite Konfliktfall ist die Kostenschacherei um die Finanzierungsanteile des Landes. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Das ist wirklich unwürdig. Das dritte sind die Investitionskosten. Das werde ich auch noch erwähnen. Und das vierte, die qualitative und bessere qualitative und personelle Ausstattung. Dazu sehen wir uns in zwei Stunden ja wieder. Die finanzielle Belastung der Kommunen durch die frühkindliche Bildung. Es gibt eigentlich viele Gründe, dass wir uns freuen. Es gibt mehr Kinder, die auf die Welt kommen, und es gibt mehr Kinder, die in die frühkindlichen Einrichtungen gehen. 14% mehr Kinder besuchten 2019 die Kitas gegenüber 2012. Bei den U3-Kindern sind es sogar 39% mehr geworden. Und sicher auch durch die Beitragsbefreiung nehmen 23% mehr an der Mittagsverpflegung teil. Eine tolle Nachricht. Ja, wenn das nicht bedeuten würde, dass die Belastungen der Kommunen weiter steigen, ohne dass sie einen entsprechenden Ausgleich erhalten. Die Ausgaben steigen in Hessen um etwa 200 Millionen € pro Jahr, die Zuweisungen aber bisher nur um 18 Millionen €. Da gibt es eine Mordsdiskrepanz dazwischen. Lassen Sie mich jetzt zu einigen dieser beliebten Taschenspielertricks des Landes kommen. Ich vermute mal, dass ich nicht alle durchschaue, aber manchen. Da steckt wirklich viel Energie drin, den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, dass es nie so schön war in Hessen, dass nie so viel Geld ausgegeben wurde und das Geld, dass das Land sich nie so für die Bedürfnisse der Menschen, seiner Bürgerinnen engagiert hat. Wenn die Landesregierung bei der Kita-Betreuung und auch bei der Krankenhausfinanzierung und einigem mehr aber finanzielles Engagement zeigt, dann hat sie das Geld vorher von den Kommunen weggenommen. Das ist eindeutig. Das ist der erste Trick und funktioniert nach dem Prinzip rechte Tasche, linke Tasche und hat von Ihnen den euphemistischen Namen starke Heimat erhalten. Sie enthalten den Kommunen die Mittel der eigentlich wegfallenden Gewerbesteuerumlage vor, um es ihnen dann ganz großzügig sozusagen teilweise für die Kitas wieder zurückzugeben. Dabei belassen sie es aber nicht nur. Nein, das ist nicht nur ein Trick, es gibt mehrere. Sie verschieben auch die Mittel des Bundes so, dass am Ende die Kommunen und Kitas das Nachsehen haben. Sie reichen die Mittel des Bundes reduziert und zeitverzögert weiter. Während die 413 Millionen € in den Jahren 2020 bis 2022 an das Land fließen, wollen die Koalitionäre die Summe über vier Jahre ausgeben, nämlich bis 2023. Da könnte man sagen, ja, nicht so schlimm, das Geld kommt ja irgendwann an. Aber das ist aus zwei Gründen falsch. Erstens haben sie immer versprochen, dass das Land nach dem
Schieflaufen der Bundesmittel die Finanzierung 1:1 weiterführen würde. Dank Ihres Taschenspielertricks mit den 4 Jahren sparen Sie sich aber schon einmal komplett ein ganzes Jahr 2023. Also sind das nach dieser Rechnung schon knapp 100 Millionen €, die Sie weniger für die frühkindliche Bildung in Hessen zur Verfügung stellen. Aber das hat noch einen netten Seiteneffekt, sicher nur aus Sicht des Finanzministers. Dadurch, dass Sie den Kommunen jetzt in den nächsten Jahren 33 Millionen € pro Jahr vorenthalten, sinkt natürlich auch der Antrag, den Sie versprochen haben, weiter zu finanzieren, eben um diese 33 Millionen € in den Folgejahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Herrn Schäfer ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. 2023 98 Millionen € gespart und dann noch eine, in den Jahren danach eine deutlich geringere Finanzbelastung. Das ist eine schöne Nachricht für den Finanzminister, aber eine schlechte Nachricht für die Kitas, deren Personal, die Kinder und die Eltern in dem Land. Und das zum Thema dauerhafte Finanzierung, Herr Wagner. Ich sage Ihnen, ich finde diese Politik falsch und empörend. Sie biegen sich ihre eigenen Aussagen je nach Interessenslage zurecht, um ein einziges Ziel zu erreichen, möglichst wenig originäre Landesmittel für frühkindliche Bildung in diesem Land auszugeben. Sie heimsen die Lorbeeren ein, aber Sie kommen als Koalition und Landesregierung Ihren Verpflichtungen nicht angemessen nach. Sie kommen ihnen gar nicht nach. Solche Taschenspielertricks, meine Damen und Herren, schaden der Demokratie in diesem Land. Und wenn wir bei den Finanzzuwendungen sind, lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Warum sind Ihnen die Kinder, die in Kitas in kommunale Trägerschaft gehen, weniger wert? Auch nach der Anpassung der Betriebsförderung wird es so sein, dass dafür weniger Geld ausgegeben wird als bei den freien Trägern. Aber ich will noch einen alten Trick, der älteren Tricks, noch einmal ergänzen. Es geht um die Befreiung von den Elternbeiträgen. Die haben 350 Millionen € kostet das im Jahr. Es ist gut so, dass die Eltern mindestens für 6 Stunden keine Elternbeiträge mehr zahlen müssen für die 3- bis 6-Jährigen. Aber nicht gut ist, dass die Hälfte des Geldes aus dem kommunalen Finanzausgleich kommt. Und seit 2018 sind somit 433 Millionen € den Kommunen entzogen worden, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Munter geht es weiter, und das war ja schon Thema bei den Investitionen für die frühkindliche Bildung. Da gibt es eine weitere, das wurde ja schon genannt, das Bundesinvestitionsprogramm, das Windhundrennen, das viele Kommunen verloren haben und jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Kitas bezahlen sollen. Und ich glaube auch, dass jetzt das Geld, was die Anträge, die jetzt vorliegen, die 92 Millionen € weit übersteigen werden und nicht ausreichen werden. Und da finde ich es wirklich sehr lustig, wenn Frau Ravensburg sich hier herstellt und sagt, die Familienministerin soll sich doch einmal gefälligst gegen die CDU durchsetzen. Also, stimmt, da muss man gar nichts mehr zu sagen. Das spricht für sich. Ich denke, tun Sie doch einmal was in Richtung, und es ist kaum noch einer da von der CDU, aber tun Sie doch noch einmal was in Richtung Ihrer CDU, damit wirklich ein Geld für frühkindliche Bildung auch von Seiten des Bundes verlässlich und dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Aber ich möchte ja die Bundeslandeskiste nicht so weit aufmachen. Lassen Sie uns in Hessen bleiben. Jetzt schlägt das diese 92 Millionen €, das Ministerium schlägt jetzt hier einen Verteilungsschlüssel vor. Wie ich den gehört habe, ist mir, gelinde gesagt, das Messer in der Tasche aufgegangen. Ja, ich habe auch manchmal Taschen in den Hosen. Also, 50% der Mittel soll an alle Jugendhilfeträger als Sockelbetrag ausbezahlt werden. 50% der Mittel orientieren sich an die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren. Das ist doch völlig unsinnig. Was wollen Sie denn damit bewegen? Klar, wir wissen, die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren ist im ganzen Land innerhalb von 7 Jahren um 12% gestiegen. Aber das ist doch nicht gleichmäßig, diese Entwicklung. Wir haben doch eine deutliche Zunahme von Kindern in den
größeren Kommunen, in den Rhein-Main-Regionen, in den Städten und weniger in den ländlichen Regionen. Warum unterstützen Sie denn nicht wirklich überproportional diese Kommunen, die auch jetzt unbedingt Kitas ausbauen müssen? Die müssen doch das Geld bekommen, weil die Kinder die stehen da. Alleine bei mir im Kreis Groß-Gerau gibt es mehr als 1.100 Kinder, die demnächst einen Kitaplatz brauchen. Dort muss das Geld hin, in diese Kommunen, die denn einen Ausbaudruck haben und nicht mit der Gießkanne durchs Land gehen und jedem mal ein bisschen was an Investitionsmitteln zur Verfügung zu stellen. Da brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Sie nur Unmut und keine blühenden Landschaften sehen. Und stellen Sie die Finanzierung der Kita-Betreuung, und das möchte ich ergänzen, auch insgesamt die Finanzierung der Kommunen, weil es ist wirklich nur ärgerlich, mit welcher Art und Weise hier Sie damit umgehen, endlich auf eine transparente und stabile Grundlage. Verschleiern Sie nicht ständig die Belastung der Kommunen. Hören Sie auch einmal den Spitzenverbänden zu. Und das wären die Aufgaben, die die Hessische Landesregierung dringend zu erledigen hätte. Danke schön.